Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist Wahnsinn hier, ey, das ist Wahnsinn, gegen so ein Schiff zu kämpfen. Okay, ich muss, oh. Ich muss echt aufpassen. Mit den Mörsern, das ist nicht zu unterschätzen. Das sind die Vormörser, ja, okay. So, okay, kurze Salve abgefeuert. Bereit zu feuern, Sir. Aber die bringen mir gerade auch nichts. Das Schiff ist gar nicht nah genug. Bereit zu feuern. Jetzt, ja. Ja. Sie Gegner feuert. Feuer. Feuer. So. Und hier tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen leise bin. Aber das ist echt gerade anstrengend. Oh mein Gott, ey, wenn ich gegen das Schiff gewinnen würde, dann wäre ich echt schon. Wir nähern uns einem Feuer. Verdammt gut! Ich könnte ja mal probieren, das Schiff oh, das war richtig dumm. Das war's. Nee? Nein! Du nicht! So wollte ich das nicht! Oh, das... Das war's. Wir haben es überlebt, aber nicht lang. Ja gut, das... Immer noch nicht! Das ist mir klar. Oh gut, jetzt. Nee, das war mir von Anfang an, dass wir das nicht schaffen. Schade eigentlich. Aber wir haben die Mission geschafft. Also, wir haben heute immer so den Rückschlag. Wir erreichen etwas Großes und werden dadurch etwas Kleineres und verlieren dann etwas Kleines. So, diesmal sind wirklich keine Schiffe in der Nähe, oder? Ne, diesmal sind keine Schiffe in der Nähe. So, okay, jetzt geht's aber los hier. Diesmal hole ich mir diese Bastarde. Und dann da nicht irgendwann mal Mörser einzusetzen, weil ich, die Mörser sind echt gut. Kann ich nichts gegen sagen, also die Mörser sind echt klasse. So, raus. Warten auf dein Zeichen, Captain. Feuer! Weg. Sie präsentieren und Feuer. Drauf. Und ja. Ja, und drauf. Feuer. Und eins und zwei, wie ja, in einem... So, jetzt... Nicht schon wieder ein Schiff, oder? So, und da drüben muss ich daneben. Wunderschön, okay. Das halbe Fort ist vernichtet. Achso, die Mauer ist auch noch da. Nicht mehr lang, aber sie ist noch da. So. Und noch ein Treffer. Oh, geschafft. Na, wundervoll. Jetzt kann ich es endlich einnehmen. Und es ist kein feindliches Schiff da. Das gefällt mir. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Ich bin ein Wunderbärchen. Ja. Also ohne feindliches Schiff geht's ganz gut. Alle Segel reffen! Hier muss ich hoch. Während eines Konflikts? Och, nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst jetzt. Da habe ich diese beschissene Festung eingenommen. Und dann kann ich es nicht, weil mich so ein dummes Schiff verfolgt. Ernsthaft jetzt? Alter. Okay, ich muss die Festung kurz ruhen lassen. Wir haben sie ja noch im Blickfeld. Dort gucken wir, das Schiff ist. Oh, das war nicht so gut. Halten Sie bereit. Ja, toll, willst du mich verarschen? Ich versuche.
eigentlich nur wegzurennen. Hier ist nichts mit Brassen und so. Einfach nur wegrennen. Okay, die haben uns auf unsere Aufmerksamkeit verloren. Ich werde jetzt hier abdrehen. Und hinter dem Felsen lang machen. Und ich hoffe einfach mal, dass die dann abzischen. Ich könnte natürlich auch von hier zum Fort schwimmen. Allerdings. Da sind sie. Alles klar. Dass sie mich von hier nicht sehen, ist schon ein bisschen beachtlich. Ah, der kennt wahrscheinlich nicht, was für ein Schiff ich bin. Aber wenn ich ein Schiff verfolgen würde, dann würde ich ganz ehrlich hier hinter aus mal fahren und gucken, aber. Na okay. So, und los geht's. Die Schiffe haben uns nicht entdeckt. Und wir kommen auch am Sichtradius vorbei. Das heißt, wir können theoretisch zur Festung hin. Die ist ja besiegt, da passiert ja nichts mehr. Schlechtes Wetter? Okay. Achso, wir fahren gegen den Wind. Mist. Naja. Macht uns aber auch nicht viel aus, denn wir haben... Ah, okay, jetzt dreht der Wind, das ist sehr gut. Vorinfiltrieren. Ja, ja, bin schon dabei. Bin ja schon dabei. Hetz mich nicht, Spiel. Hetz mich nicht. So, wir haben 11.400. Davon können wir uns auf jeden Fall mal ganz doof den Puff kaufen, den wir uns kaufen sollten. Für unsere Insel. Oder haben wir den schon? War das der Puff, den wir kaufen sollten? Wie hat man das vorher genannt? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Männliche Vergnügungsstelle. Nennen wir es so. Ein Ort der männlichen Freizeitaktivität. Ja, so kann man das nennen. Freizeitaktivität. Oh, nicht schlecht. Oder für alle über 18. Puff. Ja, gut, so kann man das Fort natürlich auch einnehmen. Einfach mal draufklatschen. So. Na dann, holen wir uns das Ding mal. Yeah! Go, go, go! Und natürlich sind unsere Männer wieder vor uns drin. Wo kommen wir rein? Da oben, glaube ich. Nee, hier nicht. Ich meine, es wäre ja auch zu einfach... Es wäre ja auch der Captain, weißt du, der Pirat der Piraten, der größte der Helden. Der Rächer der Enterbten und Enterbte der Rächer ist natürlich der, der als letztes in das Fort reingelangt. Okay, also. Jetzt muss ich aufpassen ein bisschen. Töten! Jawohl. Huh! Stirb doch einfach mal, ey, da tut er mich hier. Aua. Okay, jetzt muss ich weg hier. Oh, oh, oh. Weg, komm. Oh, hoch mit dir. Mist. So, der ist weg. Bist du verarschen? Wo ist der? Hier nicht. Okay, ich habe ein bisschen Zeit. Und drauf. Ja, okay, wunderschön. Jetzt hole ich mir die Typen hin. Also bei der Fortbelagerung diese Typen zu besiegen, ouch. Ist echt böse. So, hier sind keine mehr. Wo hinter mir noch welche sind, aber okay. Wen muss ich denn? Da oben ist noch einer, okay. So. Pistolenölen? Nein, Pistolenölen. Achso. Ja. Lalalala. Ganz gechillt gehen wir das Vorhof. Wer will? Ich glaube, ich hebe mir die Kugeln auf. Dann gibt es bessere Verwendungsmöglichkeiten. Oh, das war Feuer. Für den zum Beispiel. Wo müssen wir da hinten? So.
So, wunderschön. So, hoch mit mir. Und ein Fragment sogar noch gefunden. Krass. Komm ruhig her. So, der ist tot. Los, komm. Und ja, weg damit. Wo ist der Captain? Den hole ich mir. Was? Komm nur her! Ich komm nicht darüber, keine Angst. Gute Nacht. Gute Nacht, würde ich sagen. Und, wen müssen wir uns jetzt holen? Den Kriegsraum erreichen. Ich töte niemanden, der sich ergibt. Na dann. Tschüss. Na dann, wollen wir noch mal. Das nächste Fort gehört uns. Und diesmal erkunden wir auch gleich alles, was auf dem Fort drauf ist. Ich habe nämlich beim letzten Mal wegfahren gesehen, dass wir nicht alles erkundet haben. Allerdings das Fort wieder aufzubauen, dauert sicher noch einiges. Aber es ist schon krass, dass ein Schiff sowas anrichten kann. Und wir haben eine Verbindung zu unseren drei Forts. Und ganz schön was zu tun, meine Damen und Herren. Ganz schön was zu tun hier. So, wollen wir uns mal schauen, was gibt es denn hier so auf dem Fort. Damals mal eine Piratengeschichte, die können wir uns danach gleich antun. So, erstmal will ich jetzt hier... Wo ist denn das Schätzelein? Alles in Schutt und Asche. Leute, wollt ihr das nicht wieder aufbauen, oder wie sieht das aus hier? Ach, okay, da drüben ist was. Erstmal gehe ich aber hier hoch. Sieht nämlich aus, als wenn ich hier zum Schatz komme. Ah, okay, hier hoch wahrscheinlich. Ja, ich höre es schon klimpern. Hä? Ach, unter mir. Alles da. Bam! Woo! 261. Und vier Kugeln. Und was gibt's hier drüben noch? Hier gibt's auch noch einen Schatz. Aber wo? Hier. Und nochmal 230. Wow, $500 einfach mal. Und ein Goldring, also $100. Not bad. Jetzt müssen wir noch darüber. Oh oh. Oh, sehr schön. Was war das gerade? Ich hab's nicht verstanden ganz, aber... Okay, naja, werden schon recht haben. So. Und da war ein Fragment. Noch irgendwas hier zu tun? Örtlicher Offizier. Marineauftrag. Ach, siehst du mal, örtlicher Offizier. Da können wir für ein bisschen Geld unsere Bekanntheit mal ein bisschen runterschrauben. Würde mir sehr zugute tun, weil dann muss ich mich nicht ständig mit dem Piratenjäger rumschlagen. Ist schlimm genug, wenn ich die ganze Zeit Piraten killen muss. So. Treibholz. Seid gegrüßt, Freibeuter. Die spanische Schiff hat sich Ein spanisches Schiff hat sich unrechtmäßig für einige Waren bemächtigt. Nun habe ich die entsprechenden Dokumente, die dies beweisen. Zwar gerade verlegt, doch diese Waren gehören. Jetzt geht's wieder, okay. Noch, diese Waren gehören rechtmäßig mir, seid versichert. Ich entlohne euch angemessen, wenn ihr mir diese Waren zurückholt. Und zeichnet Mido van der Graaf, er Bader, Kaufmann und Freund. Naja, das Ding... Oh, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte es natürlich annehmen. Das klingt nicht besonders glaubwürdig, aber ich meine, wir kriegen 1800 dafür. Holz erbeutet. Die Beute der Händler übernehmen. Die Beute dem Händler übernehmen. Achso, ich muss... Achso. Toll, das Holz habe ich also auf Deutsch schon. Ich muss also nur dahin, ihm billige 80 Holz geben. Und krieg dafür Beute begeben. Ordentlich Kohle. Marineauftrag 004. Jawoll. Woo. Wunderschön. Alles erfüllt in Cabo de Cruz. Wunderschön, wunderschön. Betrachte dich so. Als unschuldig. Danke dir. Bist ein echter Freund. Und wir gehen... Ach, wir können auch, glaube ich, von hier aus das Schiff reparieren, gell? Oh, genau, wir können auch von hier... Wir müssen ja gar nicht nach Hause. Dann rüsten wir unser Schiff auf, meine Lieben.
und tun mit dem Schiff noch bessere Schiffe plündern und gehen dann nach Hause, sozusagen mit reich Waren erwerben, Waren verkaufen. Fracht verkaufen. Zuckers, Trug alles verkaufen, jawohl, bestätigen. Das heißt Strong, ich weiß, da kommt was zurück dazu, ich weiß auch nicht warum. Bestätigen. Und Stoff. Stoff wird für abgenutzte Segel benötigt, dann gehen wir mal runter. Metall wird hauptsächlich für Kanonen-Upgrades benötigt, man kann außerdem verwenden, um Rumpf zu verstärken. Holz. Gut, dann lasse ich Metall, ach, Metall und Holz habe ich eh nicht. Nee. Doch, ich habe alles, aber wird benötigt, um zu kaufen. Tun wir jetzt mal Injector-Upgrades. Und da holen wir uns den Rumpfausbau natürlich. Oh, okay.